Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Sky! Mit dabei ist heute der Tenzu. Das bin ich, hallo. Moin. Und wir zeigen euch heute einmal kurz, was sich seit der letzten Folge so verändert hat, seitdem wir kurz mit Botania mal anfangen wollten. Und werden bei Botania jetzt wirklich anfangen. Insofern gucken wir einfach mal. Der Weg ist immer noch gleich schlecht geblieben. Unsere Baumfarm ist jetzt ein bisschen größer vom Platz her und wird demnächst noch mit Erde aufgefüllt. Hier unten haben wir eine neue Technikplattform, die Olaf bewirtschaftet wird. Denn seine alte Technikplattform hier oben wird jetzt abgerissen. Und ja, ich weiß, hier ist ganz schön viel Neues an Technik dazugekommen. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz, aber ich beschäftige mich damit ja auch gar nicht. Die Mobfarm ist immer noch die gleiche. Unsere Kompoststation, weiß ich gar nicht, ob wir die in der letzten Folge schon hatten. Smeltery hatten wir auf jeden Fall schon, die ist vielleicht noch ein bisschen größer geworden. Unsere Lava-Produktion ist hier, dann haben wir hier den Cobblestone-Generator, den wir mit einer Wooden Pipe und einer Stone Pipe versehen haben. Und dann haben wir hier so eine Redstone-Energie und wenn wir sagen, schalte dich an, dann startet die und wischwasch, pumpt den Cobblestone da raus. Die wird mit der Zeit, wenn sie läuft, noch ein bisschen schneller, wenn sie sich quasi warm gelaufen hat und dann zieht es auch schneller raus, als produziert wird. So, dann haben wir da unten noch ein kleines Karottenfeld, bei dem das Gras jetzt mal runtergewachsen ist. Und so, hier haben wir unsere Blumen. Ein paar blaue, ein paar gelbe, ein paar rote und Karotten. Und schon ein paar Kühe. Wenn wir hier weitergehen, kriegen wir den Seed Analyzer. Da kann man quasi die Samen, die man hier bekommt, also Beispiel, das ist jetzt ein 10-10-10 Samen, weil ich den schon analysiert habe. Den kann man dann da analysieren und die hochzüchten. 10 sind die höchsten. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, kommt man hier zu der Botania-Insel. So, und da beginnt jetzt unsere heutige Dings. Ach genau, ich habe von Olaf auch noch was bekommen, dass ich höher springen kann. Das ist ganz praktisch. Da kann ich jetzt 2,5 Blöcke hochspringen. Wir craften uns erstmal aus einem Buch und einem Setzling das Lexika Botania. Du hast es schon, genau. Wuhu! Ja, a realistical, logical, ideal. Genau. Und hast du gerade einen Eimer dabei? Absolut nicht. Okay, ich mache mich mal kurz auf die Suche nach einem Eimer, denn das Lagersystem muss auch bald kommen. Kurzer Zeitraffer, bis wir einen Eimer gefunden haben. Oh, gefunden, brauchen wir gar nicht. Wuhu! Oh, die Zeit. Oh, ich habe dich gar nicht verstanden. Internet ist am Start. Ja, nee, so, das ist. Denn letztes Mal hatte ich ja Probleme mit dem Ding hier. Mittlerweile habe ich herausgefunden, die droppt man da rein. So, dann wartet man kurz und muss noch ein Seed reindroppen. Und jetzt hast du die Pflanze aufgesammelt. Richtig? Setz sie mal hier auf den Block. Okay. Genau. So, dann können wir uns jetzt entweder Holz nehmen, platzieren das rundherum. Oder Stein. Oder aus unserer Kiste etwas Stein und platzieren das drumherum. Und das verwandelt sich jetzt. Und in der Zwischenzeit können wir auf den Crafting Table zugreifen, wenn mich das Internet lässt. Ja. Und Flower Fertilizer rausholen. Das ist der Botania Knochenmehl. Und damit können wir auf Gras die Botania Pflanzen erstellen. Und wenn wir das gleich mal gemacht haben, merken wir, es sind viel zu viele. Dann gehen wir hier wieder an die Kiste ran und nehmen wir uns den Flower Punch raus. Das ist quasi ein Beutel, in den alle Blumen, in dem alle Blumen gesammelt werden. So. Und das hat den großen Vorteil, wenn ich jetzt in mein Inventar gucke, habe ich da nicht die ganzen Blumen, weil die automatisch in diesen Blumenrucksack reingepackt werden. So. Ich habe gerade irgendwie ganz schön viel geredet, kann das sein? Oha! Oha! Das hat sich gerade schon verwandelt, jetzt verwandelt sich auch noch der Stein. Jetzt haben wir Living Wood und Living Stone, bedeutet lebendes Holz und lebender Stein. Ich glaube, es heißt etwas anders. Achso, ich hab's auf Englisch, ja, das ist doch schön. Ja. Ich glaube, meine Spitzhacke ist kaputt. Ja, unpraktisch. Aber wir werden nicht wir, wenn wir nicht...
Nee, ich möchte auf die zugreifen. Ah, er ist in der Luft stehen geblieben. Ja, übrigens, dein Internet ist einfach gut. Verstehst du mich? Ja, aber mit ein paar Ruckler. Okay, das heißt, möglicherweise schicke ich dir auch einfach mal meine Audiospur. Och, das passt schon. Also momentan geht's. Das okay. Heißt, solange, ja, sollte ich jetzt komplett ausrasten. Okay. Übrigens, an meine Leute jetzt, wir sind hier nicht auf meiner, also doch auf meiner Insel, klar, ihr seid hier Gast, ne? Spaß. Natürlich zeige ich euch später, oder ich habe es euch schon im Pre-Intro, meine Insel gezeigt. Sie ist kacke, aber eine Entwicklung. Ich suche gerade den Mana-Spreader. Aber ich finde ihn nicht. Und er hier hat da. 500 Stunden mehr. Das sind einfach nur 5, nee, 6 Mana-Wood und dann noch ein Gold. Mana-Wood? Nee, da ist auch noch so ein Kristall. So. Dann brauchen wir noch den Mana-Pool. Dazu nehmen wir einfach 5 von denen. Achso, ich weiß, du kannst gerade sehr viel damit anfangen, was ich sage. Ja, und das und das und das und das. Ja. Dann stellen wir den jetzt hier hin und sagen, der Pool kommt dahin. So, jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, was Mana produziert. Und damit, liebe Leute, verabschiedet sich Funny auch für diese Folge. War schön mit ihm. Hä? Bis dann, Funny. Ne? Was? Warum? War gut. Aber du gerade ruhig warst und gebackt hast. Ja, jetzt habe ich einen Disconnect. Okay. So, liebe Leute. Damit, wie gesagt, disconnected er auch einfach. Rage Quit ist da. Kein Bock mehr auf dich. Er hat keinen Bock mehr auf das Mana. Um die Blumen zu produzieren, brauchen wir 2 gelbe, einen hellblauen und einen orangenen. Da müssen wir dann in unseren Flowerbag reingucken, eine orangene Blume rausnehmen, diese kleincraften und wir haben sie. Super. Ich find's gut, wie gut wir uns das überlegt haben. Also ich. Das mit den Aufnahmen, ich laufe dir hinterher und werde schon mal quatschen. Ja. Leute, das ist meine erste Folge übrigens. Oh, Oh, bei Nacht sieht das schön aus. Leute, vielleicht, vielleicht mache ich das später noch auf meiner Insel. Aber das hier bleibt trotzdem in der Aufnahme, ne? Ja, hat schon die Sunny. Ja, genau, man holt ja nicht erstmal die Inferno-Blume da. Nee. Welche? Na, normalerweise holst du, also natürlich ist die gut, aber bei Tag nur. Normalerweise. Die Endoflame? Ja, genau. Ja, aber für die Endoflame brauche ich Mana Powder, wozu ich Gunpowder in Mana reinwerfen muss. Um das erste Mana zu produzieren, wie mache ich das? Das ist ja eine neuere Version von. Eine neuere Version, 1.7. Von Botania, lol. Ja, my bad. Schneide ich raus. Also hatte ich doch recht. Nee, aber nur so halb so, ne? Okay. Ja, tut mir leid, aber... So, wir machen jetzt nicht alles unseren Stock. Können wir den zweifarbig machen? Ja, nice! Ja, übrigens, Leute, ich möchte nur anmerken, das hat er nicht alleine gebaut. Oder hast du das alleine gebaut? Nee, der baut hier mit 2 Leuten, das heißt... Seid nicht so, deine Insel ist voll scheiße und deren voll gut. Ist mir scheißegal. Kurze Anmerkung. Ja? Wir bauen hier mit 3 Leuten. Hab ich doch gesagt. Nein, ich und 3 andere. Ah, ja, okay, Leute, vergiss das, was ich gesagt habe. 4 Leute. Wobei der eine nicht so aktiv spielt, aber naja. Weil dieses Projekt ist halt einfach Du, ich hab halt einfach nur Plattformen gebaut. Ich meine, was ist auf den Plattformen groß drauf? Ein bisschen Felder? Ja. Bisschen Felder? Ja. Okay, da hinten ist ein Baum. Und die Technik, das hat Olaf gemacht. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, ist Plattformen gebaut und Pflanzen angebaut. Mehr ist es noch nicht. Wir werden das ganze Technikzeugs und so noch nach da unten verlagern. Und in der nächsten Folge werden wir dann Endoflame und Co. bei Botania weitermachen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr es noch nicht sowieso getan habt, lasst ein Abo da. Und guckt auch mal bei Tensio vorbei, beziehungsweise wenn ihr bei ihm guckt, bei mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Aber für meine Leute noch nicht. Tschüss. Okay, nicht tschüss. Tschüss.